mein Internet zurzeit Probleme. Und wir fangen jetzt mit der neuen Folge an und ich sag Hallo. 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 Hola. Ach, du bist schon wieder so gut vorbereitet. Der Running Gag. Wenn du immer winkst und ich das immer wieder vergesse. ich werde mir das auch nicht merken können. Sollen wir uns hier gleich. Wir schlachten uns hier gleich hoch, oder? Ja. Ich glaub, sind wir hier richtig, ja. Weißt du, was mir hier besonders auffällt an Classic? Nein, sag's mir. Mir kommt so vor, als wäre die Welt größer. Ja, das liegt aber daran, dass wir irgendwie gefühlt langsamer vorankommen. Wahrscheinlich. Und weil wir eigentlich immer nur hin und her laufen sind. Ja, und das sehr langsam. Ja. Falls ihr euch wundert, wir waren jetzt beim Lehrer. Ja, haben wir gelernt. Wir haben keine Quests abgegeben, das machen wir dann gemeinsam. Mhm. Und wir haben Berufe geskillt. Also ich kann jetzt schon Taschen machen. Dafür brauche ich pro Tasche 6 Stoff und 3 Fäden. Also ist relativ leicht. Das Problem, was wir jetzt haben, wir müssen jetzt hier diesen einen Typen finden. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es der war, der hier unten rumsteht, oder ob es der war, oder ob es einer von den zig Typen waren, der was da oben im Dorf rumrennt. Auf jeden Fall. Egal, ich will in die Richtung. Jo. Halt mal Ausschau nach so einem untoten Magier, also so ein Skelettmagier, aber nicht so ein hier mit so einem Stab, sondern einer mit so einer lilanen Kluft. Lilla, ne? Ja. Lilla. 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 Die Müllerkluft. Die Lilla. Und okay. So, als Schurke nehme ich natürlich das Bastardschwert. Bastardschwert. Er hat Bastard gesagt. Ja. Weißt du, was voll lustig ist? Dein Name passt Bastard sogar zum Charakter. Der Schinderhans, meinst du? Ja. Der größte Räuber, dem was anscheinend Deutschland irgendwann mal gehabt hat zu irgendeiner Zeit. Ja, ja. 200 confirmed kills. Yeah. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Okay. Oh, nur 2 Kupfer drin. Der war hier unten. Der war nicht direkt oben. Es sei denn, ich täusche mich jetzt vollkommen, aber ich glaube, der war hier. Der ist hier unten so rumgeht. Da oben vorne, oder? Elvin Ackermann. Markier mal. Oh nein. Bist du ein Totenkopf? Wie soll ich den killen? Wie soll ich den killen da oben? Da sind 2 Magier oben. Delvins sterbliche Überreste. Das ist Delvin, oder? Ja. Okay. Jawohl. Dann haben wir ihn schon. Ja, sicher. Wuhu, tot. Ich lach nicht. Guckt er doof. Charakter. Wieso kann man eigentlich einen Zombie umbringen? Warum rennt der Geist des Zombies als Zombie-Geist durch die Gegend? Ich meine, das wäre ja ziemlich blöd, wenn du als Untoter sterben würdest und dann nicht mehr spielen könntest. Ja, warum kannst du überhaupt sterben? Das ist die Frage. Vielleicht wirst du auch nur ohnmächtig geschlagen und wirst dann in der Zwischenzeit, während du zerstückelt bist, von irgendeinem kleinen Gnomen wieder zusammengenäht. Da. Luden? So, dann können wir hier wieder runter. Für die Folgequest müssen wir dann ganz hoch. Und da können wir gleich, weil als Folgequest von den Scharlachroten bekommen wir... du siehst, wenn du jetzt die Karte aufmachst... Siehst du unten Albtraumtal neben Undercity diese Turmruine? Da ist dann. Du nicht. Da ist dann die Folgequest von den Scharlachroten. Gehe ich davon aus. Entweder da oder in der Nähe vom Scharlachrotenkloster. Das sind nämlich auch nochmal 2 so Türme. Okay. Beim Scharlachrotenkloster müssen wir nur aufpassen. Da rennen 40er Elite draußen vorne rum. Wisst ihr, was ich mich schon richtig freue? Oder eigentlich überhaupt nicht? Maurodon. A, den Inni-Eingang finden. Ich glaube, ich habe noch ungefähr eine Ahnung, wo der erste Eingang war. Ich glaube, ich kenne mich da noch aus. Aber sich da erstmal durchzukämpfen. Ja, das ist ätzend. Bis wir überhaupt in die Inni reinkommen. Ah. Die Inni ist ja auch nicht klein, ne?
Nee. Dieser Aggro-Range von den Wichsern, das ist der Wahnsinn. So, Hunde töten und Fledermäuse. Dann können wir schon wieder zurück. Dann können wir richtig fett Quests abgeben. Ja. Oh, warte! Ha! Ich hab den hier! Den muss ich jetzt aber noch skillen. Der macht jetzt nicht so viel Schaden. Doch, er macht eigentlich mehr Schaden, als wenn ich mit der Oh. Ich sag's zwar ungern, aber mein Inventar ist voll. Ja, ist ja jetzt egal. Du hast ja schon die Teile, oder? Also die Fledermaus-Pelze. Ja. Also. Ich will ja nichts sagen, nein. Aber wie soll ich Mevin töten? Soll ich da jemals lebend hinkommen? Sind drei Leute. Ein Caster, ein Level 5er Mevin Kogal und ein fucking Wichser. Warte mal. Alleine ist das echt nicht. Warum seht ihr mich? Ich bin in der Verstohlenheit. Guckt mich nicht an. Ich gucken alle an! Ich bin der schlechteste Dieb der Welt! Ich bin der schlechteste Schurke der Welt! 10 Mobs um mich rum, alle gucken mich an! Ich bin noch nicht Level 10. Ich bin. Das stimmt. Es wäre viel effektiver, wenn ihr mal einen anderen Schurken angucken könntet. Guck mal, Agent 47! Aber die Antwort ist ja. Ah. Okay. Du kriegst gleich einen was? Du bist gerade hier aus dem Boden rausgekommen. Ich? Ja. Bei mir war alles normal. Okay. Sah komisch aus. Es kommt gleich mal so ein Elite-Trupp von der SEK bei dir vorbei und die machen die Magier mal tot für dich. Die Magier sind nicht das Problem. Die halten nicht so viel aus, ja? Die Menge der Mobs sind das Problem. Wie gesagt, SEK kommt. SEK kommt. Anzeige ist raus. Warte mal. Tot. Warte. Shinda, Hans. Es wäre viel effektiver, wenn ich auch mal was treffen würde. Einladen. Du musst so Waffe skillen. Ich bin schon auf Max. Für mein Level. Ja, du bist tot. Ich kann noch nicht retzen. Ah, echt? Kann ich erst mit Level 10. Hätte ich nicht gedacht. Im Rückweg muss ich das Kupfer mitnehmen. Alles klar, du kannst hier oben übrigens verkaufen. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Also hier oben wie ein Händler. Oben. Ja, hier im Stadtgebiet. Oh, hä? Sag mal, kriegst du hier auch eine Quest? Ja. Alles klar. Wir haben aber von dem noch ein. Nee, besieg Calvin. Besieg Calvin Montage in Deathknell. Ah, ihn hier. Lol. What? Okay. Aber ich glaube, dass das eine Quest ist, die erst mit Level 6 ist. Und wir sind mit Level 5 hier aus dem Gebiet raus. Das kann sein. Aber ich habe den Kill nicht gekriegt. Abgeschlossen steht bei mir oben. Aber ich kann noch nicht abgeben. Ein Schurkenhandel. Ja, ist bei mir genauso. Graues Fragezeichen. Lass erstmal helfen. Ja. Ich hab die Quest gar nicht im. Doch, da. Bei mir steht, er erfüllt die Anforderungen für diese Quest nicht. Besiegt? Wir sollen. Bei mir steht Calvin Montage getötet, steht bei mir dran. Müssen wir noch erfüllen. Wir haben bloß besiegt Calvin. Besiegt ihn, aber wir haben ihn noch nicht getötet. Moment. Schurkenhandel war das, ne? Mhm. Ganz oben. Oh, tatsächlich. Naja, gucken wir gleich nochmal. Ja. In die Richtung. Ich hoffe, Schinderhans überlebt so lange, bis wir da sind. Alles gut. Oh, okay. Ich sehe ihn schon. Mein Gott, der hat sogar dieselbe Haarfarbe wie wir. Das ist ein super. Wird ein super Intro dann werden, wenn drei Untote lachen mit unterschiedlichen Frisuren, aber selbe Haarfarbe. Plöps. Hi Leute. Hi. Moin. Okay, Tank, los!
SEK war da. SEK verschwindet wieder, so schnell wie es gekommen ist. Ich loot aber noch. Tschüss. Loot nicht vergessen. Oh, mich greift ja was an. Immer, egal. Da war Bildung unterbrochen. Ist doch ein Witz. Flips. Ja, Leute, die Step kommt schon wieder online. Hi, ich bin wieder da. Hallo. Schnell noch looten. Nicht gekriegt. Hast du nicht gekriegt? Doch, doch hat er. Du kannst sagen, ey. Alles klar, gut. Grüß euch. So, und dann probieren wir jetzt mal den NPC da zu töten. Ja. Irgendwie müssen wir das schaffen. Klar. Ja. Alles auch. Klar. Wir bedanken euch. Tschüss. Oh Gott, schnell, der verfolgt uns gleich. Dürfen wir uns hier. Es wäre jetzt schon ziemlich assi, wenn wir den Typen jetzt töten, oder? Warum? Ah. Machen wir es einfach. Tötet einfach, alles. Aber ich kann nicht. Ich kann ich auch kann nicht. Warte mal, ich möchte die Quest machen. Ja, mach du mal. Ich wollte es auch. Kann ich den neu annehmen? Besiegt ihn in Deathknell. Okay. Gibt's noch so einen Stab bekommen? Willst du den haben? Bin ich. Gut, lass mir eine Minute Zeit, mich zu erholen. Ihr habt mich ganz schön in die Mangel genommen. Ich warte jetzt hier keine Minute. Eine Minute warten. Er futtert jetzt gerade was. Ach, meinst du, der ist dann wieder aggressiv? Verlasse Kampf. Weiß ich nicht. Er sitzt. Hat er sich gerade während der Sitz bewegt? Ein bisschen, ja? Aber ich kann nichts machen bei dem. Die Frage ist, warten wir jetzt eine Minute oder nicht? Ich würde sagen, ich breche die Quest jetzt einfach ab, da sie grün ist. Ja, und gehe jetzt. Wäre nämlich jetzt auch ziemlich assi, weil das ist auch der Questgeber für den Gastwirten. Wenn wir den jetzt töten, hat Schinder die Quest nicht. Und respawnt, ja. Ja, aber weiß nicht wann. Ich muss eben einmal links hier. Ja, abstecken. Klar. Mach mal. Das Erz guckt mich schon die ganze Zeit an. Die ganze Zeit, als wir schon bei der Mühle da oben waren. So, ach, Mühle bei dem Turm. So, ich töte dabei hier mal den Hund. Soll schon nach Tieris fallen? Du bist eigentlich ein Tieris Fall. Ja, aber ich muss diese Anfangszone verlassen. Okay, ja. Auf nach Brill! Brill, Brill, Brill. Schön. Hat einen großen Friedhof. Ja, ist ein großer Friedhof. Stimmt, ja. Da ist ein Loot für mich. Was? Fleisch. Der Schatten und Blut habe ich sogar schon alles. Wie sieht's bei dir aus? Boah, mir fehlen noch drei. Gib mir noch ein paar. Da haben wir noch Fledermäuse. Also das ist locker gecheatet. Da gibt's eine Brille, alles klar. Praktisch so ein. Oh toll, der Hund hat nichts für mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, der hat eine Tasche, aber ich kann jetzt Taschen auch machen übrigens. Ja, bis wir die Materialien dafür zusammen haben. 6 Stoff pro Tasche. 6 einzelnen Stoff oder 6 Ballen? Nee, 6 Stoff. Also einzelnen Stoff. Okay. Also es ist relativ günstig. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so in Erinnerung. Nee, ich auch nicht. Hallo Gordo, Level 30 Mob. Du hast mir als Allianzler Mage ziemliche Probleme gemacht, du Wichser. Ich muss näher ran. Oh, guck mal, ich kann jetzt Schaden machen. Guck mal, guck dir das an. Ich bin voll auf die Fresse geflogen bei dem Charge. Was war das denn? Ja, ich sag, der Charge ist gefährlich. Ich konnte mich voll lange nicht bewegen, ey. Sei froh, dass du nicht durch den Boden gefallen bist. Das passiert in Höhlen ab und zu mal. Alleine leveln ist hier echt scheiße. Ach, geht. Okay, alleine leveln als Schurke ist ziemlich scheiße. Sobald du aufs Maul bekommst. Sobald du, ich glaube, Solar Plexus oder irgendeine Fähigkeit, wo du die dann stunnen kannst, die kriegst du recht früh sogar. Dann ist es eigentlich recht angenehm. Nur im Starkgebiet ist es halt echt zu kotzen.
Und ab Level 10 kriegst du halt gleich mal deine Dinger. Deine. Banish-Scheiß. Genau. Banish? Und ich bekomme überhaupt nicht mehr das, was ich brauche. Und Doppeldolche. Oder halt Doppelwaffen. Ja. Und vergiss nicht, du bist die erste Klasse oder der erste Char, der von uns wahrscheinlich ein Set bekommen wird. Und zwar das Defia-Set. Der geht nach der Defia-Bruderschaft und ich werde uns verschonen. Fast. Was hat er gesagt? Ich kann ihn einfach nicht verstehen. Ich sagte, er geht nach der Defia-Bruderschaft und ich werde euch verschonen. Ha! Ich glaube, wir müssen uns zu trinken. Bist du ein Arsch? Hat er schon wieder eine Tasche bekommen? Ja, klar. Ja. Bei Fledermäusen, bei zwei Fledermäusen. Da unten tragen die Taschen. Na gut, dann stelle ich dir halt keine Taschen hier, das ist gut. Da kann, es ist super, dass ich jetzt Taschen bauen kann, wenn wir keine mehr brauchen. Und die 6 Platztaschen. Bist du dir sicher, dass wir den Nachtsaugerpelz von diesen Nachtsaugern kommen? Nein. Ehrlich gesagt nicht, nein. Die Ohren. Nee, Hasenpfoten, ehrlich gesagt. Ja. Wahrscheinlich von den Stufe 7 dann, oder? Von den Großen. Ja, das glaube ich nämlich auch eher. Jetzt bin ich schon also auf, geflogen mit meinem Charge. Also auf der anderen Straßenseite einfach, die Fledermäuse. Nee, okay. Zack. Zack. Krass, ich habe richtig großen Beutel jetzt, ey. Richtig groß. Ich hatte die Serververbindung verloren, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt was zu essen. Alles klar, tschüss. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Tinder out. Oder so. User disconnected from your channel. Nö. Er hat auch schon lange keinen Schattenhund mehr. Hier ist ein Teich? Ja, hier ist ein Teich, der war aber schon immer da. Das weiß ich sogar noch. Weiß aber gerade nicht, ich glaube, der war so unrelevant. Ah nee, hier gab es so eine Geistertussi. So ein Ramob-Geist gab es hier. In den Teich. Ab und zu mal. Habe ich eigentlich jemals erzählt, dass ich schon mal auf so einem Server gespielt habe? Nein. Ganz kurz. Ich glaube sogar... Das war... Ich weiß gar nicht, wie ich da rangekommen bin. Das war irgendwie... Ich hab keinen Schimmer, aber der war sowas von verpackt und da habe ich mir einen untoten Magier erstellt. Und es gab hier irgendwie, ich kenne das, erinnere ich mich gerade dran, wenn du aus Deathclean rauskommst, gab es da nicht irgendwo so einen Elite-Hund oder so, oder war der nicht Elite? Doch, der streift hier irgendwo rum. Hey, Nachtsaugerpelz habe ich wieder, brenn und rein. Okay, dann weil ich weiß nämlich, früher auf diesem Server war das nicht so, dass man diesen, also da konntest du hier so Elite-Mobs nicht angreifen, die waren freundlich. Okay. Deswegen war das auch kein langer Aufenthalt auf dem Server. Weil die Quest gab bisher logischerweise, aber du konntest sie halt nicht töten. Die Heilung hält nicht viel, oder, mein Hot? Oh, ich bin fertig mit dem Nachtsaugerpelz. Ich hab nicht einen. Ja. Oh, endlich mal eine Quest, wo ich mir hab. Aber, halt! Folge ist vorbei. What? Oh. Sag ich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.